Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einem weiteren Folge Let's Play Satisfactory. Genau. Ein, zwei erfreuliche Nachrichten. Und zwar der Mod Manager funktioniert wieder. Seit Donnerstag, glaube ich. Heute ist. Also heute ist eigentlich Samstag und das ist die Folge, glaube ich, für Sonntag. Also wie gesagt, seit ein paar Tagen funktioniert der Mod Manager wieder. Ist wieder am Start. Und ich habe auch ein, zwei Sachen eingefügt. Nichts Wildes, das zeige ich euch gleich. Ein paar Sachen, die ich, sag mal, vom Nutzen her ein bisschen praktisch finde. Und deswegen habe ich sie quasi eingefügt. Wir haben jetzt kurz 500, ja, ich denke 500 sollten reichen. Wie gesagt, ich will mir ja mit den Dingern das Leben nicht erleichtern. Das ist ja völliger Quatsch, sondern ich will mir ja gewisse Dinge sinnvoll nutzen können. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, der cheatet oder sonst irgendwas. Nein, ich werde definitiv nicht cheaten, also ihr könnt dann mal ganz entspannt bleiben. Ich werde euch immer kurz zeigen, was ich mir aktiviert habe und dann machen wir heute die Produktion für die verdichtete Kohle fertig. Aber du blödes Vieh. Also passt auf, was ich mir eingefügt habe, ist unter anderem meine Standarddinger. Dann brauche ich die von Hand bauen, das geht dann ein bisschen schneller. Das ist aber nur eine Zeitersparnis. Ja. Dann habe ich mir die Structure Solutions wieder runtergeladen. Wobei ich hier die Dinger wahrscheinlich eher nie brauchen werde. Es sei denn, ich weiß, wie ich sie zu nutzen habe. Die auch nicht. Die Beams habe ich bis dato auch noch nicht gebraucht. Aber was ich ganz cool finde, sind unter anderem hier die gläsernen Sachen. Die finde ich recht nice. Da kann man ganz coole Sachen mitbauen. Na, weil man hier auch so Rundungen drin hat und so weiter. Da kann man optisch da ganz coole Sachen rausbauen. Und das ist der Grund, warum ich mir die auf jeden Fall reingefügt habe, weil jetzt einfach nur das Ganze noch ein bisschen erweitert. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann ja, hier ein paar Fenster noch, diagonal, Curved Fenster und so weiter. Dann haben wir hier einmal, habe ich die Dinger jemals gebraucht? Ah, guck mal, das ist neu. Das ist auch neu. Da sind ein paar neue Sachen noch mit dabei. Concrete Wall Curved. Finde ich ganz cool. Wie gesagt, optisch gesehen sind da so ein paar ganz coole Sachen dabei. Dass man ein bisschen was mit der Optik noch so ein bisschen machen kann. Was ich auch ganz cool finde, sind diese Zäune zum Beispiel. Die finde ich recht nice. Ja, die habe ich, glaube ich, auch noch nie gebraucht. Also ich wüsste ja zumindest nicht wofür. Vielleicht kommt da irgendwas nochmal. Und hier so ein bisschen Betonoptik, die ich auch ganz cool finde eigentlich. The Concrete Wall. Für einige Sachen, um ein bisschen mehr Optik reinzubringen, ist die an sich eigentlich ganz cool. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schalten jetzt gewisse Sachen dann natürlich auch mal frei. Und mein Liner Motion habe ich wieder geholt. Weil den finde ich optisch auch immer sehr, sehr cool. Und den werde ich mir jetzt auch erstmal hier freischalten. Denn ich habe da nämlich eine Idee. Weil ich muss mir ja nochmal Gedanken machen, wie ich ja mit... Ich habe aber keinen Bock, ständig hier meine Leiter zu bauen, wie ich hier nach oben komme. So, und jetzt ist mein Plan. So, wir wollen ja hier vorne, soll ja in Anführungszeichen nochmal kurz, Sekunde, irgendwann, ich will ja noch ein Zentrallager haben, ne? So, das heißt, ich muss das hier nochmal hinbauen. So. So. So, das heißt, hier geht zwangsläufig irgendwann eine Wand hoch. So und so. Genau, so. Gut, jetzt ist das Problem, dass da ein Band drüber läuft. Das ist jetzt ein bisschen ungeil, das müssen wir dann, glaube ich, nochmal umlegen. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Aber ist auch erstmal nicht weiter schlimm. So, das heißt, ich würde jetzt hier vorne... Als Beispiel unten den Lift reinbauen. Warte mal, wo ist der Transport? Zack, würde den hier reinbauen. So.
Dann geht er bis auf 16, das Doppelte, glaube ich. Müsste er, glaube ich, hoch, ne? Ja, dann müssen wir ganz kurz einmal im Strom anschließen. So. So, das Problem ist jetzt ja, ich kann hochfahren. Komme natürlich jetzt hier nicht raus. So. Deswegen machen wir mal Folgendes. Wir können nämlich hier unten einstellen. No Railings. Jetzt würde ich aber hier runterfallen. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen doof. Ne? Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, machen wir Architektur. Und zwar, ich mache jetzt den hier. Außen dran. Dann nehmen wir den hier rein. Den nehme ich hier rein. Den nehme ich da rein. Den nehme ich da rein. Und Wände kommt dann hier. Mit hier rein. Und dann kann ich hier reingehen. An sich ganz nice. Hätte ich so überlegt. Ob ich es so mache, weiß ich noch nicht. Das muss ich gucken. Was meint ihr denn? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich mach mal einen Screenshot davon und dann. Ah, nee. Sorry, so rum. Genau, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie gesagt, das hier würde ich nochmal umlegen. Das würde ich anders bauen. Dass wir vorne dann immer schön die Aufzüge hinstellen können. Also hier würde ich nur einen Deckel drauf machen, das ist klar. Dann würde ich da vielleicht noch eine Stütze dran machen. Ich glaube, ja. So würde ich es machen. So, dann können wir aber eine Sache auch nochmal eben freischalten. Den nächsten Part. Wo haben wir es? Ich würde sagen, wie gesagt, Stahl können wir eh vergessen. Das brauchen wir noch nicht machen. Haben wir ja noch nicht. Kommt aber demnächst. Schalten wir das erstmal frei. Dauert eine Minute. Das ist erstmal raus. Das ist raus. Das ist raus. Oder? Was brauchen wir dafür? Kosten gar nichts. 100 Beton. Dann lassen wir das freischalten. So, Lina, jetzt gehen wir aber trotzdem erstmal wieder zurück und machen erstmal hier mit dem Schwefel weiter, ne? Das ist jetzt erstmal ein bisschen Prio. Weil das hätte ich dann ganz gerne vielleicht die Folge doch fertig. Dass vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge die ersten Kraftwerke an den Start gehen. Dass wir dann anfangen können, hier hinten Stahl aufzubauen. Oder aber, ich baue den Stahl hier vorne auf. Was glaube ich sinnig wäre, dass wir dann die Kohle hier rüberführen. Aber dabei müsste ich echt wissen, wo ich die lang führe. Weil die würde ich jetzt nicht einfach mitten hier durchgehen, dafür geben wir zu viel Platz verloren. Weil da würde ich gucken, dass ich die wirklich hier ganz außen irgendwie in eine schöne Brücke baue. Dass da die Kohle lang geführt wird. Also auf jeden Fall nicht mitten durch. Dann kannst du ständig immer aufbauen, abreißen, aufbauen, abreißen. Das ist völlig sinnfrei. Ja, jetzt gucken wir, dass wir das erstmal fertig haben, dass wir da... Hilfe. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Respawn die Mercer-Sphären? Ich habe die doch schon geholt, oder nicht? Ich meine, ich hätte die dort auch schon weggeholt, aber ist doch egal. Und vor allem schön ist, wir können hier auch einen Lüfter bauen. Schön in die Mitte rein, schön gläsern, außenrum die Treppen. Ich denke, das ist ganz geil. Genau, wie gesagt, hier mit den Kraftwerken, da lasse ich mir noch was einfallen. Das ist, die stehen zwar jetzt gerade schön weit nach oben. Das ist alles super.
So, aber hier müssen wir uns auch noch was einfallen lassen, weil ich hätte hier ganz gerne, glaube ich, dass sie auch da in der Mitte rausgehen. Das wird alles ein bisschen vereinfachen. Gehen wir mal ganz kurz einmal hier nach oben. Ja, das heißt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, Minimum, kommen wir von hier. Hier raus, hier raus. Aber ich hätte ganz gerne, glaube ich, weil frei, dass da die Spitze quasi ist. Ja, mal zu viel. Genau, dass wir hier die Kohle. Dann geht hier die Kohle rein. Genau, ich hätte in der Mitte noch einen Platz lassen sollen. Ne, 1, 2. Ja, das ist das Problem. Aber ich könnte natürlich auch hier, weil hier ist ja genau die Mitte. Ich kann ja hier rausgehen, das ist ja weiß Gott nicht das Problem. Ich müsste dann nur mir hier das Ding hinsetzen. Und dann könnte man das Ding da rüberführen. Ja, ich glaube, so machen wir es auch. So, jetzt legen wir aber erstmal eben hier die letzten beiden Dinge jetzt noch eben kurz und dann haben wir das hier auch fertig. So. Gut, perfekt. So, das mit den Schlitzen machen wir mal später. Jetzt machen wir erstmal hier unten das Förderband hier fertig. So, und zwar muss hier eigentlich ein MK2-Band hin, ne? Genau. Machen wir erstmal 1, 2, 3. 4, 5, 6, das ist richtig so. Gut gucken. 1, 2. Ja, 5, 1 können wir noch.1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und last but not least bitte der dann damit verbunden. Okay, das hätten wir. Jetzt muss ich natürlich erstmal hier alles wieder zurück auf MK2 machen. Logischerweise. So, wir werden jetzt am Anfang, da wir ja nur ein MK1 meiner da oben drauf stehen haben, wird am Anfang auch erstmal nur die ersten beiden Anlagen angeschlossen. Das heißt, wir kriegen ja, ich sag mal jetzt über taktisch, den auf 50. Ja, und
So, pass auf, ich erkläre euch das gleich. Also wir gehen jetzt hier ganz normal, Chicky-Micky und MK2. Alles ganz entspannt hier oben an. So. Jetzt brauchen wir hier oben ja einen Lift, wir haben ja gesagt, dass hier ja der Schwefel rausgeht. So, hier müssen jetzt 25 Dinger runter und hier müssen ebenfalls 25 Dinger runter. Das heißt, wir gehen hier MK1, MK1. So. Hier kommen jetzt 50 an. Das heißt, das und das geht einfach da raus. Und wird dann später weiterverarbeitet. So, jetzt machen wir das Ganze auch mit der Kohle ein bisschen anders, da ich die Anlagen als erstes in Betrieb nehme tatsächlich. Werden wir das hier immer kurz einmal eben umbauen. Das nehme ich alles mal eben weg, dass wir das gleich alles vernünftig takten können. Genau, das heißt, von hier kommt ebenfalls, sagen wir mal, die 50 Kohle. Auch wenn ich da nicht erstmal nur MK1 bräuchte. Genau, das heißt, von hier kommt 50 Kohle. Die Kohle wandert erstmal ganz entspannt hier unten durch. Das einigermaßen mittig. Jo, können wir so lassen. Aber warum eigentlich MK2? Kannst doch später upgraden. Komm, mach MK1. Das ändert eh nichts. So. So, hier kommen jetzt 50 Kohle angedüst. Zack. Zack. So. Da geht es nicht weiter. Das heißt, hier wird jetzt die 50 Kohle rechts und links verteilt. Ja. 25 daraus, 25 daraus. Und der Rest wird alles erst später angeschlossen. Wir bauen die Lifte natürlich schon mal, klar. Aber viel mehr werden wir jetzt hier auch noch nicht machen. Der Rest wird also später gemacht. Genau. Das heißt, die beiden Anlagen da hinten gehen als erstes in Betrieb. Gut, jetzt haben wir natürlich einen. Kleines Problem. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das hier machen. So, wenn ich jetzt sage, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fundamente, die ich auch hier nach 1 und 10 hier runter. Können wir nochmal hier oben eine Leiter hinbauen? Kriegen wir das hin? Genau, müssen wir mal kurz einmal hier hoch, weil ich weiß nicht genau. Aber wenn ich jetzt sage, ich baue hier jetzt noch ein Kraftwerk hin, den nächsten 5er Pack. Dann wäre es ja schlau, wenn ich direkt hier rausgehe. Weil dann kann ich hier einen Splitter hinsetzen. Logistik, ganz kurz. Ja, aber dann setze ich den Splitter direkt einen höher, glaube ich. Dass der direkt einmal hier drauf geht.
Und dann wird hier einfach hier drüber. Na, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie das Ganze dann gleich aussieht. Ich auch so einen Schritt dahin setze. Und ich hätte dann ganz gerne hier drüben noch mal einen. Also, ich sage mir ganz ehrlich, wie es ist. Nein. Ich mache das anders. Ich baue den ganzen Scheiß noch ein höher. Allerdings werde ich auch hier die Dinger so hoch bauen. So. Dann wird der Splitter von da kommen. Der geht runter. Der geht nach da. Der geht nach da. Der geht nach da. Und dann kommt hier einer hin. So. Genau. Das heißt, das Band wird hier rüber geführt. Und dann kommt ein Lift, der da reingeht. Und das Ganze da hinbaut. Ja. Das ist das, was ich mir so denke, was ganz okay ist. Genau, nach hinten raus können wir auf jeden Fall dann noch erweitern. Das ist ja nicht das Problem. Ne? Wassertechnisch. Ich weiß nicht, wie viel Platz habe ich zwischen den einzelnen Dingern immer gelassen. Das ist aber sowieso immer ein Fundament frei. Ne? Genau, und hier werden wir genau dazwischen. Eins, zwei, drei. Und dann machen wir noch vier daraus. Und last but not least Nummer 5. Genau, das wäre jetzt Nummer 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und dann haben wir hier 1, 2, 3, 11 oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da passt. Genau, das gehen wir dann hier raus und dann ziehen wir, machen wir die Leitung mal kurz weg. Dann muss ich allerdings auch sagen, das ist logistisch gesehen tatsächlich ein bisschen einfacher, das hier hinten zu machen. Weil dann machen wir nämlich Architektur, ne, Wände, ganz normal, anders. Hier machen wir ebenfalls den hin. Das wird dann später, wie gesagt, ganz normal überdacht. Ne? Dann haben wir jetzt ja gesagt, 25 wird jetzt erstmal, ne? Schritt 1. Das heißt, ich werde hier vorne und einen Fusionator hin. Badermann Fusionator. Also der geht hier hin. Der geht dahin. Der geht dahin. Der geht dahin. Der geht dahin. Dahin, genau. Und dasselbe machen wir jetzt einmal aus der Ecke hier. Einfach mittig hier drauf gesetzt, zack. Zack. So, jetzt machen wir die Lüfter.
Ja, müssen wir nur gucken wegen dem See, ne? Dass dann alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube, das wird recht schwierig. So, hier müssen wir jetzt erstmal ein paar Dinger setzen. Stützen. Ich weiß, dass ich es nicht muss, aber ihr kennt mein Spielchen, es ist immer hier bei mir Optik. Und ich finde, das Auge guckt mit. Der ist falsch gesetzt. So, also hier ist erstmal klar, kommt überall erstmal nur ein paar 1 raus, ne, weil immer nur 25 gewichtete Kohle hochkommen. So, der Rest muss dann später erweitert werden. Wir müssen ja gleich sowieso nochmal kurz Förderbänder legen. Ja, ne, ist ja auch richtig. Alles gut. So. Das würde ich sagen, sieht gut aus. So, und da wir erst hier hinten die ersten letzten beiden Anlagen in Betrieb nehmen und wir quasi dann, ich sag mal, da einen Förderband durchziehen, was ja eigentlich passen müsste. Ja, genau. Wie gesagt, später muss das Ganze dann natürlich erweitert werden, logischerweise. So, das heißt 25 kommt von hier, 25 kommt von da. Dann gehen die 25 auch erstmal hier ganz entspannt durch. Hier muss ich erstmal MK1 Band nehmen, das geht nicht anders. So. So. Der geht hier raus. Der geht hier raus. Der geht hier rein. Der geht dahin. Den setzen wir mal kurz einmal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt genau in der Mitte bei 4. 1, 2, 3, 4. 4 passt. Und der passt. Wunderbar. Genau, so, wenn das soweit fertig, dann brauchen wir jetzt hier vorne. Lang oder was? Okay, warte, dann machen wir das folgendermaßen. Den so. Den so. Hier brauchen wir noch den Lift drin. Dann brauchen wir noch kurz eine Wand. So. Der noch da. Komm hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Dann wäre das genau die Mitte hier. Dann können wir das so lassen, ne? Genau. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, jetzt brauchen wir eigentlich erstmal nur noch Strom, ne? Damit müsste ja dann eigentlich alles laufen. So, ihr Lieben, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir wollen jetzt mal rechnen. Wir machen, haben wir gesagt, wir machen jetzt 50 verdichtete Kohle geteilt durch 7,14. Jetzt müssen wir wissen, wie viel Kraftwerk. So, das macht insgesamt 7 Stück. So, wir haben momentan natürlich nur
tief angeschlossen mit dem Wasser. Das heißt, wir müssen das natürlich noch ein bisschen erweitern. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier die Kohle ein bisschen erweitern. So, Freunde, wir haben jetzt wie viel angeschlossen? 5 Stück, ne? Genau, das heißt, wir können das bis hierhin noch erweitern. Aber muss ich mal ganz kurz gucken. Das hier ist direkt vor dem ersten Kraftwerk in der Mitte, ne? Genau, 1, 2, 3. Das ist die Mitte. Das heißt, hier kriegen wir vielleicht noch einen hin, da kriegen wir keinen hin. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Dann setzen wir einen dahin, einen vor Kopf. Das müsste gehen. Und dann können wir ja trotzdem ganz entspannt Logistik hier raus. Pipeline-Stützer. Den ist da. Und logistisch gesehen kommt dann der hier. Gucken, wo habe ich die gesetzt? Auf den Dingen drauf. Gut, das wollte ich mal wissen. Genau, dann können wir das nämlich auch hier direkt einfach erweitern. Also ich hoffe, dass da irgendwann nochmal standardmäßig auch die Dings hier kommen. Na, hier ein T-Stück und so weiter, das ist alles ein bisschen noch mehr Optik reinbringt. Fände ich persönlich ein bisschen besser, muss ich sagen. So. Gut. Da das mit der Mittellinie funktioniert, ist hier mittlerweile tadellos und das finde ich super. So. Falsch gebaut. Ja, stopp, 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 stopp. So, haben wir jetzt ja gesagt, wollen wir auf 7 erweitern, ne? Genau, das heißt, wir brauchen. Zack. 6, 7, das heißt, bis hierhin wird quasi befeuert. Hierhin wird befeuert. Wie gesagt, der Aufbau ist natürlich wesentlich komplizierter,
Aber ihr habt danach erstmal Ruhe und Ruhe und Ruhe. Und das ist das Gute an der ganzen Geschichte. So, jetzt müssen wir nur noch die Wasserpumpen setzen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Und ich denke, in der nächsten Folge könnten wir den ganzen Spaß eigentlich in Betrieb nehmen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch behaupten. Machen wir nächste Folge. Attacke. Nehmen wir alles schön in Betrieb. Dann haben wir jetzt 10 Kraftwerke hier stehen und denkt dran, wir können das Ganze noch 3-mal aufbauen, ne? Wir haben ja gesagt 35, glaube ich, ne? Genau. Warte mal, 250 durch 7,1 hier. 1, 4 sind 35 Kraftwerke, ja. Genau. Und wir haben jetzt gerade 10. Das Ganze noch 3,5-mal. Und das alles hier rein. Wird nicht alles auf einmal gemacht, ne? Also wenn das jetzt nicht direkt komplett alles fertig bauen, das ist Quatsch. Das machen wir jetzt nicht. Aber wir werden uns da was überlegen. Gut, aber ich sage erstmal, wenn das Video gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal standardmäßig den Strom oben von der Kohle hier runterholen, also hier hochholen. Und werden mal gucken, dass wir dann den ganzen Spaß ins Laufen kriegen. Das ist der Plan für die nächste Folge. Weil wir haben jetzt soweit alles fertig. Können eigentlich, wie gesagt, alles in Betrieb nehmen. Zumindest die ersten 7 Stück. Und dann gucken wir mal weiter. Würde ich vorschlagen. Ne? So machen wir das. Gut, ich würde sagen, Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.